So, hallo liebe Zuschauer zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag des 28. April 16:25. Wir schauen auf die US-Märkte und jetzt aber hier vorab auf den DAX, der sich ja deutlich angeschlagen zeigt. Von den möglichen Tendenzen des Morgens ist nicht mehr viel übrig geblieben, obgleich wir hier beim heutigen Morgen oder bei der heutigen Morgenbeschau zum DAX schon davon ausgegangen sind, dass es hier durchaus nochmal Zurücksetzer Richtung 11.900 Punkte kommen könnte. Müssen wir die Linien ein Stück weit anpassen, ein Stück weit stärker nach unten ziehen. Ja, das geschah auch in aller Deutlichkeit und wie Sie sehen, wurde auch hier der Wochenpivotpunkt dann direkt vor kurzem aufgegeben. Hier kamen denkbar schlechte Nachrichten aus den USA. Morgen dann auch noch der Fed-Event um 20 Uhr und Sie wissen, dass hier trügerische bzw. negative Konjunkturnachrichten natürlich die Aussicht auf eine baldige Zinsanhebung in den USA mehr oder weniger eintrüben. Und das ist ja gerade die große Fantasie gewesen, auch beim US-Dollar selbst, der ja schon seit Monaten hausiert, also hier förmlich durch die Decke geht. Und man verweist hier insbesondere beim DAX auch häufig auf diese Korrelation. Wir hatten dazu auch am Freitag eine größere Analyse geschrieben, DAX versus Euro-US-Dollar. Und Sie sehen hier den DAX auf der Oberseite, Euro-US-Dollar auf der unteren Seite und die negative Korrelation, also praktisch die gegenteilige Entwicklung. Und Euro-US-Dollar heute auch schon wieder 123 Pips nach oben geschossen im Gewinn letztlich. Und wenn es morgen nochmal einen deutlichen Impuls seitens der Fed gibt, dann kann das auch hier dazu führen, dass der DAX eben auf Tauchstation geht und Euro-US-Dollar entsprechend ansteigt. Also letztlich heute hier das frische Widerstandslevel um 2025 Punkten am Morgen nicht geschafft zu überwinden, zudem auch hier dieser Abwärtstrend aus dem Stundenchart nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Wir sehen hier, wie gesagt, diese Abwärtstrendlinie seit dem Allzeithoch in der 24-Stunden-JFD-Indikation und da ist der heute Morgen exakt gescheitert. Wir hatten, wie gesagt, heute früh nach dem ersten Verkaufsimpuls schon einen Rücklauf dahingehend erwartet, wenngleich hier das präferierte Szenario, wenn es denn über 12.052, 12.050 Punkte gehen würde, sicherlich die Bullen hier schlagartig am Drücker wären. Dazu ist es nicht gekommen. Wir haben jetzt vielmehr hier diesen Wochenpivotpunkt 11.854 Punkte, rund 11.855 Punkte aufgegeben. Hier die graue Linie jetzt praktisch aktiviert, sind auch schon unter 11.800 mit mehr als 2% Abschlag zurückgefallen. Und meine lieben Zuschauer, das sieht jetzt hier sehr, sehr deutlich nach einem Test des Levels von 11.700 Punkten aus. Das muss man jetzt ganz klar sehen. Und was hier natürlich dann weiter, sage ich mal, zu präferieren ist, steht dann auch außer Frage. Man muss natürlich sich hier immer den Marktgegebenheiten anpassen und dass der DAX sicherlich im Zuge der letzten Erholung leicht bullische Tendenzen wieder annahmen, waren nicht zu verneinen, aber es fehlte hier eben jetzt doch der deutliche Ausbruch nach oben. Zumal eben hier der gestrige Erholungsschub vom Nachmittag ja mehr oder weniger politischer Natur war, eben im Sinne der Neubildung der griechischen Regierung, ist es nunmehr so, dass der DAX hier ja auch aufgrund dessen, dass auch die Apple jetzt wieder ins Minus gerutscht ist, hier nicht mehr viel positive Lorbeeren übrig geblieben sind, es jetzt so erscheint, dass wir unterhalb von 11.855 Punkten hier sehr hohe Wahrscheinlichkeiten haben, das Level von 11.700 Punkten doch noch anzutesten. Ja, im Sinne dessen ist auch dann, wenn wir 11.700 Punkte unterschreiten, eine weitere Schwäche, und das war auch das, was ich ja heute Morgen schon sagte, 11.350, 11.400 Punkte, das ist immer noch ein Niveau, was hier durchaus erreichbar scheinen könnte, wenn hier der Markt eben doch wieder zur Schwäche neigen sollte. Und genau das tut er, meine lieben Zuschauer. Der DAX hier deutlich im Abwind sozusagen. Und da schauen wir uns jetzt hier auch mal im Tagesschart an. Da hat sich nämlich hier dieser, ja, heute Morgen noch leichte Korrektur, jetzt hier schon sehr, sehr sinnbildlich dargestellt. Jetzt darf man gespannt sein, ob das Tief hier vom Freitag, das lag bei 11.728 Punkten, ob das heute noch rausgenommen wird. Wir haben noch eine gute Stunde Handelszeit. Wenn der DAX hier tatsächlich ein neues Tagestief macht, also auch hier dann insbesondere das Freitagstief rausnimmt, dann wäre mit dieser heutigen Kerze ja eigentlich der Startschuss wiedergegeben. Und jetzt muss ich wieder den blauen Pfeil hier nach unten zeichnen, eben hier für den Korrekturimpuls Richtung 11.350, 11.400. Ich hätte mir nicht gedacht, dass der Markt so stark in die Knie geht heute Morgen. Die Tendenzen dessen, dass wir hier das Ganze noch ein bisschen nach oben befeuern können, waren gegeben. Aber wir haben hier diesen Widerstand einmal mehr bestätigt. Und da ist jetzt hier definitiv ganz klar der Deckel drauf. Also der Markt hat jetzt hier ja, einen sichtlich signifikanten Widerstand, unter dem es hier, also unterhalb von 12.000 50, 12.070 Punkten roundabout diese Area. Wir können auch direkt das Resistance Level 1, 12.037 ein Stück weit runter. Aber hier vom Wochenpivotpunkt ausgehend, wenn wir das Level nicht überwinden, dann sind hier die Bären im Vorteil. Und es könnte sich durchaus so darstellen, dass hier die Erholung
die wir hier aufgrund der vorangegangenen Wochenverluste gesehen haben, hier rein korrektiver Natur war. Auch der Ausbruchsversuch von gestern, der, wie gesagt, ja ohnehin eigentlich nur künstlich hervorgerufen war, mehr oder weniger. Aber die Bullen hätten hier Anschlusskäufe tätigen müssen, um den Markt hier signifikant weiter nach oben zu ziehen. Das ist nicht passiert und infolgedessen sehen wir die heutige Schwäche. Und wenn sich da jetzt hier nichts mehr Großes umkehrt, dann haben wir beim DAX nach wie vor weiteres Verlustpotenzial zu erwarten. Hier die graue Alternation nach oben, dennoch im Chart mal eingezeichnet, falls der Markt es hier doch noch einmal nach oben aufnimmt und über 12.050 Punkte hinauszieht. Sieht aber meines Erachtens derzeit nicht danach aus. Warum? Das können wir uns jetzt auch nochmal im S&P 500 betrachten, der ja rein prinzipiell hier mit einem sehr, sehr schönen Ausbruch in der vergangenen Woche daherkam. Und das schauen wir uns jetzt hier direkt gleich mal zu Beginn im Tagesschart an. Da sehen wir nämlich hier, ja, am Freitag ging es ja dann doch wieder ein Stück weit nach unten, aber hier am 24. beziehungsweise Moment, Montag, das war der Montag, hier am 24., am 23., genau am Freitag der vergangenen Woche, gestern hatten wir ja hier keine Sendung, hat sich der Index hier über das Niveau von 12.112, 12.110 Punkte geschraubt. Das war ein sehr, sehr bullisches Signal. Wir haben diese Abwärtstrendlinie durchbrochen. Wunderbar. Hier sehen Sie auch diesen blauen, schraffierten, gestrichelten Pfeil, der grundsätzlich oberhalb von 14, 2112 Punkten hier eigentlich weiteres Potenzial in Aussicht stellte. Das war hier definitiv das zu präferierende Szenario. Also die US-Amerikaner hier im Prinzip mit dem Ablauf der vergangenen Woche hier durchaus bullisch unterwegs. Gestern dann auch hier der Pullback, das war noch durchaus legitim, die gestrige Schwäche. Ja, Sie sehen es, der Index hat hier diese Abwärtstrendlinie, auf der ich jetzt da jetzt drauf bin, praktisch von oben nochmal getestet nach diesem Ausbruch aus der vergangenen Woche. Ja, nur mit der heutigen Schwäche, meine lieben Zuschauer, ist das jetzt hier kein Ausbruch mehr, sondern ist das, was wir hier gesehen haben, letztlich ein Fake. Und wenn die Amerikaner jetzt nicht tunlichst zurückkommen, und das könnte eventuell morgen durch die Fed stimuliert werden, also wenn praktisch die amerikanische Notenbank morgen 20 Uhr doch wieder die Märkte befeuert im positiven Sinne, dann könnte es hier durchaus noch zu einem Ausbruch kommen. Aber, großes Aber, die Skepsis ist gegeben. Wir haben schwache Konjunkturdaten gekommen. Wenn die Fed jetzt hier wieder Abstand nimmt von ihrem Zinsanhebungszyklus, dann ist es einerseits natürlich positiv im Sinne dessen, dass dem Markt hier kein Geld entzogen wird. Aber andererseits spricht das auch wieder für eine schwache US-Wirtschaft, die dann wiederum, oder das können die Marktteilnehmer erwarten, hier natürlich dann wieder mit weiterfallenden Preisen auf den Markt einprügeln würden. Und mit der Annahme, dass es sich hier in der letzten Woche um einen Fake handelt, im Sinne der heutigen Schwäche auch, wage ich mir hier auch mal den blauen Tendenzfall nach unten zu zeichnen. Das heißt, der S&P 500 mit diesem Fake-Ausbruch jetzt hier durchaus im Rückzugsmodus. Daran würden nur Preise über 2120 Punkte etwas ändern können. Dann wären die Bullen wieder on vogue, aber danach sieht es meines Erachtens aktuell nicht aus. Hier herrscht doch wieder ein bisschen Skepsis vor und Sie sehen es, wenn wir hier tatsächlich noch weitere Rücksetzer machen, insbesondere auch, und das hatten wir zwar hier auch schon mal am 17. April, wenn hier der EMA 20 per Tagesschluss unterboten werden würde, wäre hier sicherlich dann nochmal kurzfristiges Abwärtspotenzial gegeben. Das ist hier im großen Bild auf Tagesbasis jetzt hier alles ein Spiel auf hohem Niveau, gar keine Frage. Der S&P 500 ist immer noch sehr, sehr bullisch unterwegs, aber man darf auch nicht vergessen, dass hier natürlich viel, viel Vorschusslorbeer nach oben gelaufen sind. Viele Charts haben schon sehr, sehr parabolische Züge angenommen und man sieht, dass der Index sich hier ein Stück weit schwer tat, nach oben auszubrechen. Ausbruch folgte. Jetzt der Fake, das ist negativ. Hier hätte es definitiv weiter nach oben gehen sollen, weiter nach oben gehen müssen. Dass wir jetzt hier so eine Schwäche sehen, sieht wenig berauschend aus. Also es kann hier morgen eigentlich nur noch die Fed das Ruder rumreißen. Wenn wir dann über 2120 rausziehen, dann wäre hier, sage ich mal, gerade in der letzten Not noch, ja, die Rettung geglückt, mehr oder weniger, aber rein technisch jetzt, wenn der Fake-Ausbruch sich hier manifestiert, sieht es eher so aus, als würde der Markt hier weitere Tiefs generieren und da hat der S&P durchaus Platz, bis in den Bereich von 2045 Punkte abzusinken. Was das für den DAX heißt, dürfte klar sein. Man müsste hier dann sicherlich auch von Preisen vielleicht sogar unter 11.150 Punkten ausgehen. Aber die schwachen Daten, die schwache Reaktion der Märkte lässt jetzt hier eigentlich nur weiterfallende Preise zu. Wenngleich wir auch hier beim S&P 500 gerade im Stundenchart wieder ein Stück weit hochkommen von den aktuellen Tiefs, aber Unterstützung 2097 hier nochmal getestet, für mich die latenten Gefahren weiterer Tiefs bzw. eines schwachen Tagesabschluss bleiben gegeben und da würde ich auch jetzt hier direkt unterhalb der heutigen Bewegungshoch, der Indikationshochs unterhalb von 2110 Punkten hier weiter fallende Preise präferieren. Da tut auch die aktuelle Erholungs vom aktuellen Tagestief nicht viel dran ändern.
eher korrektiver Natur in meinen Augen. Es sollten hier durchaus Niveaus Richtung 2090, 2091 erwartet werden können. Also es scheint mir durchaus noch ein Stück weit Luft nach unten zu sein, liebe Zuschauer. Warten wir ab, wie der Markt heute noch aus dem Handel geht, aber die Zeichen stehen aktuell auf Sturm. Gestern Abend haben ja auch die Amerikaner die Stärke nicht halten können. Wir sehen hier diese Abendindikation vom S&P 500 und das nachbörsliche Geschehen. Das heißt hier die Tageshochs, der Ausbruch wurde nicht gekauft, es ging vielmehr eben weiter nach unten und das setzt sich heute fort und das deutet eben auf hier eine weitere Schwächephase hin. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für den heutigen JFT Live Trading Kommentar am späten Nachmittag zum DAX und zu den US-Märkten. Ich sage danke fürs Einschalten, sind wir mal gespannt, was der Markt heute noch macht, / wie er morgen reinkommt. Wir werden das wieder unter die Lupe nehmen und insofern wünsche ich Ihnen ein glückliches Händchen an den Märkten und bis morgen, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.